Sehr geehrte Finanzmarktwelt-Community, wir schauen uns heute wieder die wichtigsten Indizes, wir schauen uns Gold, Silber an, wir schauen uns Minenaktien an und das Ganze wieder aus charttechnischer Sicht. Und bei der Charttechnik, da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Der Rüdiger Born zum Beispiel, der hier auf Finanzmarktwelt ja auch regelmäßig seine Marktanalysen preisgibt, der Rüdiger, der nutzt eher die Elliott-Wellen und ich schaue sehr stark auf das Handelsvolumen. Und da wurde ich zuletzt nämlich nachgefragt, ja, was ist denn das überhaupt, was du dir da anguckst? Ich nutze das wahrscheinlich älteste Hilfsmittel der technischen Analyse. Ich nutze Unterstützung und Widerstände. Also Preisbereiche, die schon in der Vergangenheit immer gezeigt haben, dass dort, ich sag mal, ein Interesse der Marktteilnehmer vorlag. Und da das in der Vergangenheit der Fall war, lässt sich das sehr, sehr häufig auf die Zukunft projizieren. Das heißt, Preisbereiche, wo früher die Marktteilnehmer gekauft haben, wo, ich sag mal, große Kapitalsammelstellen, die Big Boys gekauft haben, die werden an diesen Preisbereichen sehr wahrscheinlich wieder zuschlagen, sodass es dort zu Reaktionen kommt. Und das macht ja die technische Analyse als ein sehr wirkungsvolles, sehr mächtiges Hilfsmittel zum Thema Timing. Ja, ich weiß auch, ist nicht jedermanns Sache, aber für mich, es funktioniert. Deswegen nutze ich es. So, und wenn Sie noch Interesse haben, ich habe gerade auf meinem Kanal, Mario Steinrücken, den Sie sehr gerne abonnieren können, würde ich mich mega freuen, habe ich ein Video veröffentlicht, wo wir uns zwei Branchen anschauen mit jeweils zwei sehr interessanten Aktien, wo es ebenfalls ja zu möglichen Trading-Ideen kommt. Sowohl, ich sag mal, auch für langfristige Investoren interessant, aber auch für mein Spezialthema, das Swing Trading, also eher Positionen mit einer Haltedauer von mehreren Tagen bis zu ein paar Wochen hin, wo ich mir einfach ein Stückchen was aus dem Markt rausschneide. Guckt euch da das Video gerne an und jetzt kümmern wir uns um die Gesamtmarktsituation. So, wir starten zuerst mit dem DAX und ganz schnell die Make-or-Break-Linie hier im Bereich 14.800 bis 15.100 Punkte war eben so ein altes Unterstützungsniveau, wo immer wieder Käufer aktiv wurden und das wurde zuletzt zum Widerstand. Alte Unterstützung wird zum Widerstand und dort prallt der Markt ab. Dann hatten wir im letzten Video gesagt, na, hier unten, da kommen Käufer in den Markt, aber die haben es noch nicht mal geschafft, wieder an diesem Widerstand hoch zu kaufen. Heute ordentlicher Verkaufsdruck und ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Wochen nochmal den Bereich 13.400, 13.600, dass wir dieses Niveau nochmal antesten werden. Und hier müssen wir ein bisschen näher drauf schauen. Zeigen sich wieder so Schatten auf der unteren Seite, ne? Hier diese Stäbchen, die wir da sehen. Dann ist das ein Zeichen der Stärke, dass da wieder Käufer in den Markt kommen und dann können wir wieder damit rechnen, dass wir erneut in Richtung 14.800 Punkte laufen. Und hier kommt es jetzt arg drauf an, was hier passiert. Schnelle Bewegungen runter und das Bild trübt sich nochmal deutlich ein. Schauen wir uns die US-Märkte an, S&P 500. Hier sind wir relativ weit wieder, fast an das Allzeithoch gelaufen. Nicht ganz, aber na, die Käufer haben schon ordentlich Gas gegeben. Und der Rüdiger Born würde hier tendenziell irgendwie wahrscheinlich so eine W-Formation oder eine Flat-Formation, so heißt es in den Elliott-Wellen, sehen. Und aus diesem Grund, damit rechne ich auch, dass wir das Verlaufstief hier im Bereich 4.100 Punkte vielleicht erreichen, vielleicht auch ein Stück weit unterschreiten, das ist aber nicht tragisch. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir so einen richtig ordentlichen Rutsch nach unten sehen, sondern dass wir uns tatsächlich im Bereich der 4.000-Punkte-Marke, die auch psychologisch einfach nochmal eine Unterstützung darstellt, 4 bis 4.150 Punkte, gehe ich davon aus, dass wir hier eher einen Boden ausbilden. Gleiches Bild an der Nasdaq, Nasdaq 100, auch hier relativ weit nach oben gelaufen und am Unterstützungsniveau ja, geht es wieder zurück. Hier diese Bewegung, ne, da war ordentlich, da waren die Käufer, die waren ordentlich stark und da hatte ich schon damit gerechnet, dass wir vielleicht im Bereich 14.000 Punkte wieder nach oben laufen. Hat nicht geklappt, die Verkäufer haben das Ruder übernommen. Jetzt wird der Bereich um 13.000, vielleicht geht es nochmal in Richtung 12.100, 12.500 Punkte, geht sie vielleicht nochmal nach unten und auch dort erwarte ich eine Stabilisierung. So, gucken wir uns mal noch den ganz breiten, den Russell 2000 an. Also ich sag mal, die 2000 größten US-Nebenwerte. Und
Hier haben wir auch aus charttechnischer Sicht wunderbar so eine Seitwärtsbewegung gesehen. Dann ein Fehlausbruch nach oben. Da war ich erst richtig bullish, ne? Hab sogar gekauft. Nicht jeder Trade geht gut. Deswegen ist Risiko-Money-Management das A und O an der Börse. Ganz egal, ob Sie langfristig oder kurzfristig orientiert sind. Nach einem Fehlausbruch zur einen Seite kommt es häufig knüppeldick zur anderen Seite und so haben wir es gesehen. Aber knüppeldick war es eigentlich auch noch nicht. Wir haben zwar ordentlich Verkaufsdruck gesehen, das alte Unterstützungsniveau wurde zum Widerstand. So, und jetzt wird die Unterstützung schon wieder getestet. Diese kurzfristige Bewegung oder dieses Unterstützungsniveau im Bereich 1880 bis 1930 Punkten, so roundabout, könnte hier erstmal wieder stabilisierend wirken. Wenn das Niveau bricht, dann haben wir ein großes, nochmal großes, markantes Unterstützungsniveau im Bereich der 1700er Marke. So, und jetzt ein Blick auf die Edelmetalle. Und hier konnten sich die Käufer momentan noch nicht wirklich durchsetzen. Das heißt, wir sehen wahrscheinlich nochmal in der nächsten Woche Kurse im Bereich 1900 US-Dollar. Und wenn dort, da hatten wir zuletzt auch hier so Schatten unten gesehen, ne, diese Striche, diese Stäbchen. Wenn wir das erneut sehen, dann ist das ein schönes Kaufniveau. Dann haben wir die Chance, wieder in Richtung 2100 US-Dollar hochzulaufen. Also auf dieses Niveau gilt es wieder zu schauen. Ach, im Silber, das sieht nicht ganz so doll aus. Wenn wir mal hier einen großen Blick drauf werfen, sind wir immer noch eigentlich so in der Mitte des Teichs, beziehungsweise das Niveau 21 bis 22. Das ist markante Unterstützung. Das ist auch weiterhin Kaufniveau, so wie es das in den letzten Monaten auch immer der Fall gewesen ist. Der richtige, ja, Druck nach oben, der fehlt momentan noch. Haben wir auch im Gold gesehen. Und das Silber ist schwieriger einzuschätzen. Also hier ist wirklich der Bereich 21, 22 das Kaufniveau. So, und jetzt die Minenaktien. Mensch, da sah es zuletzt auch noch so gut aus. Das Widerstandsniveau 39 bis 40 wurde überschritten. Wir haben ja auch einen klaren Ausbruch nach oben gesehen. Und jetzt haben aber die Verkäufer das Ruder übernommen. Und wenn wir uns daran erinnern, was ich eben gesagt habe, wo ein Fehlausbruch auf der einen Seite zu sehen ist, da kommt es häufig knüppeldick auf der anderen Seite. Knüppeldick wird sich noch zeigen. Im Bereich 35, 36 haben wir nochmal markantes Unterstützungsniveau. Dort gilt es wieder, na, genau mit dem Laser drauf zu schauen, wenn dort ja Zeichen der Stärke ausgebildet werden, na, die berühmten Schatten auf der unteren Seite, dann ist das für die Minenaktien schon wieder sehr interessantes Niveau, um hier Positionen im kurz-, im mittelfristigen, vielleicht sogar im langfristigen Bereich aufzubauen. Der Ölpreis, der wurde noch nachgefragt unter meinem letzten Video vor 2 Wochen. Und jetzt gucken wir uns den Ölpreis mal an. Ich finde ihn tatsächlich nicht einfach. Wir haben ein markantes altes Niveau hier im Bereich, ich sag mal, 90 bis 95 US-Dollar. Dort angekommen hatten wir zuletzt auch, oder da hatten die Käufer erstmal Probleme drüber zu laufen. So, dann kam Ukraine, Russland und das Ding schießt einfach brutal nach oben. Unkontrollierbar. Dann sehen wir Rücksetzer auf dieses Niveau. Gegenbewegung. Nochmal Rücksetzer auf dieses Niveau. Verkäufer verkaufen zu immer niedrigeren Kursen. So, hier mit dem roten Pfeil angedeutet. Hier bildet sich eine Spannung auf. Wir haben eine Kontraktion gesehen, beziehungsweise erstmal eine Expansion gesehen. Rums, so, und jetzt nimmt die Volatilität wieder ab. Und je enger dieses Niveau wird, ne, fallend auf der unteren Seite, eher gleichbleibend hier an dem Unterstützungsniveau, irgendwann wird diese zusammengezogene Marktphase wird wieder expandieren und aus der Kontraktion, die wir aktuell sehen, wird wieder Expansionsphase. Das dürfte wahrscheinlich noch ein Stück weit dauern. Und ja, hier einfach mal drauf konzentrieren. Zu welcher Seite die, ja, Explosion will ich nicht sagen, aber die Dynamik dann entsteht, das ist schwer zu sagen. Fallen wir unter die Unterstützung, dann dürfte es mal schnell Richtung 64 laufen. Eigentlich schwer vorstellbar momentan, aber naja, vorstellbar war es auch nicht, dass der Ölpreis unter Null fällt. Deswegen an der Börse immer mit allem rechnen. Man muss sich Szenarien aufbauen. Man muss wissen, okay, wenn ich jetzt Öl kaufe, ja, irgendwie im Bereich des Unterstützungsniveaus,
Und wenn das bricht, naja, dann lag ich falsch. Man kann an der Börse nicht immer gewinnen. Man muss wissen, wann man verloren hat und wo man die Reißleine zieht. Und nur so funktioniert die Börse. Und also aus meiner Sicht. Und nach oben ist es ein bisschen schwieriger, hier die Expansionsphase mitzunehmen. Tendenziell, wenn wir ja dieses letzte Verlaufshoch, wenn wir Kurse so über 110 US-Dollar sehen, könnte entsprechend wieder so eine Expansionsphase einsetzen. Jetzt mal einen kurzen, schnellen Blick noch auf den Bitcoin für alle Krypto-Freunde. Das, was wir in 2022 hier im Bitcoin sehen, ist auch nicht so richtig stark. Man könnte jetzt hier noch so schräge Linien dran malen, bin ich nicht so der große Freund von. Aber insgesamt war der Verkaufsdruck eher hier nach unten, dann so ein bisschen korrektiv und der Bereich 28.000 bis 30.000 bleibt weiterhin das markante Unterstützungsniveau, das markante Einstiegsniveau. Und dazwischen ist ja so ein Stück weit gewürfelt. Da kann man auf aktueller Sicht noch nichts Pässiges tatsächlich sagen, wo ich der Meinung bin, hier kann ich jetzt schon ein Kauflimit platzieren, so wie das dort der Fall ist, knapp über 30.000 kann man Kauflimit platzieren. Und das sieht sich aber, das sehe ich davor noch nicht. Das war es für diese Woche von meiner Seite. Ich melde mich in 2 Wochen wieder mit der Börse aktuell. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, Mario Steinrücken. Da finden Sie auch vorher noch weitere Videos zum Thema Börse, zum Thema Charttechnik, Trading-Ideen und so weiter. Inflationsschutz, was ja gerade ganz wichtig ist. Und jetzt wünsche ich Ihnen ein gutes und entspanntes Wochenende.